Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der neuen Fanta What the Fanta im Test. Oder kurz gesagt, es gibt eine neue Fanta Mystery Geschmacks Edition. Dieses Mal erwarten euch zwei Sorten, die ihr erraten dürft. Und man kann die Sorten sehr gut unterscheiden. Hier unter dem Fragezeichen an der Farbe Fanta What the Fanta in grün und Fanta What the Fanta hier in weiß. Das sind die beiden unterschiedlichen Sorten. Im letzten Jahr gab es noch drei Sorten. In dieses Jahr gibt es zwei Sorten. Wieder mal sind die Sorten ohne Zucker. Und auch die Zutaten geben keine Hinweise drauf, was es denn für ein Geschmack sein könnte, denn die sind nahezu identisch. Könnt ihr hinten nochmal am Ende des Videos vergleichen. Dieses Jahr, habe ich gehört, soll die Fanta irgendwie nach Kuchen schmecken. Wir hatten ja schon echt irre Variationen da. Es sind auf jeden Fall immer mehrere Geschmacksrichtungen, wie Erdbeerkäse gab es jetzt noch nicht, aber immer so zusammengewürfelt, ne? Wie Mango, Pfirsich oder sowas in der Richtung. Und dieses Mal soll es wohl in die Richtung Kuchen gehen. Und ich bin sehr gespannt, was diese Fanta kann. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich die Fanta What the Fanta, apropos Mystery, auch echt lange gesucht habe. Sie soll es angeblich im Kaufland geben. Ich habe sie dort auch schon auf Instagram irgendwo gesehen, habe ich aber nicht gefunden. Da war ich im Rewe unterwegs und dort habe ich sie auch nicht entdeckt. Ich war in mehreren Rewe-Supermärkten, aber in einem Edeka hier in Berlin bin ich fündig geworden, Edeka in der Nähe von Friedrichsfelde, falls ihr hier wohnt. Dort findet ihr auf jeden Fall die Fanta What the Fanta. Leider nur im 1,5 Liter Gebinde, also in der ganz, ganz großen Flasche. Ich habe sie trotzdem 2 Kilometer geschleppt, denn das war es mir wert, um sie jetzt für euch probieren zu können. So, genug gelabert, frisch aus dem Kühlschrank, einmal durchgeschüttelt. Dieses Jahr alles hier in lila. Boah. Und das riecht wirklich, das riecht wie so eine Zitronenröllchen, habe ich gerade gedacht. Oder wie, oder ist es so wie der Käsekuchen, den Oma gemacht hat mit dem Quark hier? Wie so ein Mandarinenkäsekuchen. Könnte es auch sein. Ich probiere das mal. Das ist so der Geruch. Es könnte was Mandariniges sein und im Abgang was Käsekuchenmäßiges, weswegen ich erst auf Zitrone gekommen bin. Schauen wir mal. Das wäre ja eine richtig coole Sorte. Vor allen Dingen, es wird immer so viel mit Käsekuchen versprochen, auf so vielen Produkten, und es schmeckt selten nach Käsekuchen. Hier haben wir keinen Zucker drin, beziehungsweise ist hier wirklich kein Zucker drin. Nee, 0 Gramm Zucker. Es riecht echt cool. Ihr habt die bestimmt auch schon probiert, wenn ihr probiert habt. Käsekuchen sind wir, glaube ich, ganz gut mit dabei. Ich würde auf Mandarinenkäsekuchen tippen. Auf jeden Fall was Fruchtiges, weil Mandarinen und Käsekuchen ist einfach eine geile Mischung. Vielleicht bin ich da ein bisschen vorbelastet, weil ich den halt immer auch gerne gegessen habe. Gerade dieses Käsekuchige und dann unten drunter die Mandarinen. Ein Träumchen, finde ich. Und geschmacklich treffend umgesetzt. Wenn das das Thema wäre, würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, 8 Punkte. Warum 8 Punkte? Ich mag es dann doch lieber gerne mit Zucker, aber das wisst ihr ja, weil dieser Nachgeschmack, den ich da manchmal habe bei diesen Zero-Getränken, der kommt hier schon stark durch. Es riecht sehr geil und es riecht besser, als es schmeckt, aber der Geschmack kommt trotzdem noch an diesem Käsekuchengeruch dran. Also Käsekuchen wäre da mein Tipp. Krass. So, ich habe hier ein zweites Glas und öffne mal die zweite Flasche. Mal schauen. Ich habe anscheinend viel süßes Gebäck in letzter Zeit gegessen. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich vor kurzem einen Blaubeermuffin gegessen habe. In den USA im Flugzeug gab es ihn als Nachtisch. Da gab es einen Blaubeermuffin. Und was man als erstes riecht, sind immer die Blaubeeren. Es schmeckt auf jeden Fall nach Kuchen. Definitiv nach Kuchen. Und ich würde sagen, vielleicht bin ich ja dieses Jahr komplett richtig eingepolt hier.
Blaubeermuffin. Auf jeden Fall Muffin kommt hier der Muffin durch. Und ich finde den Nachgeschmack wesentlich angenehmer als bei dem anderen hier, als bei diesem Cheesecake-Mandarinen-Style. Ich bin sehr gespannt, oh, mir juckt schon in der Nase, was ihr zu den Sorten sagt. Also, hier ist auf jeden Fall Muffin drin. Es ist ja ein Kirschmuffin, aber eigentlich ist die klassische Muffinsorte entweder mit Schokolade oder mit Blaubeere. Und so ein frischer Muffin, wenn man den aufmacht, der hat ja so einen ganz speziellen geilen Geruch und den haben die echt perfekt interpretiert. Das finde ich richtig sensationell. Eine der besten Fanta-Wotze-Fanta-Sorten, wenn es darum geht, eine Geschmacksrichtung direkt vorzugeben und die auch zu erfüllen. Also die so vorzuleben. Das ist zwar Mystery, aber dank dem Kuchentipp kommt man da sehr schnell in eine gewisse Richtung. Weil man sich auch denkt, die werden jetzt willkommen mit dem Apfelkuchen um die Ecke kommen. Oder Moment mal, Apfelkuchen? Das wäre jetzt sehr verrückt, ne? Vom Blaubeerenmuffin zum Apfelkuchen. Aber so ist das mit der künstlichen Geschmacksrichtung. Ey, jetzt bin ich wieder ein bisschen verwirrt. Jetzt habe ich gerade Apfelkuchen gesagt, Erdbeerkuchen ist es nicht. Apple Crumble? Blaubeermuffin oder Apple Crumble? Cheesecake mit Mandarine oder einfach ein klassischer New York Cheesecake bei der anderen Sorte. Also ich kann mich noch nicht ganz entscheiden. Ich würde sagen, vielleicht Blaubeermuffin oder Apfelkuchen Apple Crumble bei der Sorte. Da wäre ich bei Blaubeermuffin oder Apple Crumble. Und hier definitiv irgendwas mit Cheesecake oder einem Zitronen-Biskuitröllchen. Ja, ihr Lieben, das ist meine Vermutung. Schreibt eure Vermutung in die Kommentare. Irgendjemand wird schon recht haben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.